Die Prinzessin von Ratagraman. Eine Parabel und Sage. 16. Dezember 2016. Nur wenige Reisende waren in der Zeit, da das Volk der Menschen in diesem Teil der Erde nun schon sesshaft geworden war, mit dem Anblick gesegnet und gesalbt gewesen, den Claire von der Spitze des Berges in der weißen Mittagssonne empfing. Sie war weit gereist mit wenig Rast, doch genügte ihr dieses Bild der seichten Wolkendecke unter ihr zur sofortigen, vollständigen Genesung. Es brach ein Schemen eines Sees zwischen den weißen Fäden hervor, der tief und dunkel dalag. Vielleicht war es das Meer. Das Land ihrer Heimat kannte nichts Vergleichbares, und Ehrfurcht strich ihre Wangen und Lider. Claire war vor ihrer Zeit gezeichnet, von ihrem Weg und dem Gewicht, das ein Leben lang auf ihr gelastet hatte. Einst war sie die Prinzessin eines mächtigen Reiches gewesen, weit hinter den Bergen des Horizonts hinter ihr. Doch sie musste in der Blüte ihres Wachstums fliehen, ihre Leute zurücklassen und verschwinden in den Strichen des Landes und der Natur. Viel Unrecht musste seitdem über die vertrauten Hänge gekommen sein. Claire blieb für sie am Leben. Doch was für eines verbarg sich unter der ausgehöhlten Hülle aus Demut und Beschämtheit der Hinterbliebenen? Wenig war ihr aus ihren jungen Zeiten geblieben, neben dem schmalen Armreif aus Silber, der noch das Emblem ihrer Familie trug. Es hielt eine gezackte Spirale schützend um eine Rosenblüte in seiner Mitte. Neben dem Wappen fanden sich vier tiefe Kerben. Vier Lieben hatte sie einst verblühen lassen, und vier Zeichen reichten ihrer Schrift, sich in einer Träne zu ergießen. Dieses silberne Armband war jetzt ihr ganzer materieller Besitz, ihr letztes Vergissmeinnicht. Claire entschied sich zu bleiben und hier an diesem wundersamen See ihre neue Heimat einzurichten. Sie war allein und bloß begleitet von den Wogen ihres zeitlosen Schicksals. Über die Jahre ihrer Reise hatte sie sich notgedrungen damit abgefunden, und nun schienen beinahe beide anzufangen, sich im Angesicht ihres Anblicks langsam anzufreunden. Unten im Tal angekommen, errichtete sie ihr Lager nahe des Ufers auf einer leicht grünen Düne. Sie war weder kalt noch warm, sie war es gewohnt worden, nicht zu frieren. Trotzdem genoss sie gern immer wieder die umsorgte, heimliche Atmosphäre eines Feuers zur Nacht. Es verging eine halbe Woche, in der nichts geschah. Keine Tiere bewohnten den See, bloß ein paar Büsche voll Beeren konnten sie nähren, aber das genügte ihr. Doch als sie dann schließlich zum Waschen ihrer Kleidung und Haut an den weitläufigen See schritt und die ersten Tropfen ihr Gesicht benetzten, sah sie darauf nicht mehr das Wasser vor sich liegen, sondern ein riesiges Tier zwischen dichtem Grün. Sie war erstaunt und erschrocken, rieb sich die Lider und schrie ohne Stimme. Das Tier aber blieb still liegen. Es schien eine Art schwarzer Wolf zu sein, doch hatte er Hörner wie ein Schaf und seine Statur glich der eines Bären. Claire fiel nach hinten um vor Grauen. Das Gras schnitt scharf in ihre zarte Hand und raschelte darüber böse kichernd. Das riesige Wesen drehte die Ohren und öffnete seine orange-roten Augen einen Spalt weit. Nun setzte es sich auf und ging entschieden in großen Schrittes auf zwei Beinen auf Claire zu. Es schwang dabei leicht seinen Kopf hin und her, bis seine Hörner bedrohlich im Wind surren ließ. Sein Blick war wie ein tödliches Urteil. Die Prinzessin sprang bleich und taub in allen Gliedern auf und rannte. Sie schien sich auf einmal in einem Wald zu befinden. Wo war der See? Was war dieses Monstrum? Was geschah hier? War dies ein Traum? Doch die Schmerzen in ihrer Hand, die sie nach wenigen Metern einholten, ließen sie nicht erwachen. Im Gegenteil. Sie fühlte sich schwach und hatte kaum Energie mehr, sich bei Bewusstsein zu halten.
Dann endete der Wald und vor sich liegen sah sie ihre alte Heimat, die antike Stadt am Berghang, Vatagraman. Nur war kein Mensch mehr in den Gassen und Häusern zu sehen. Die Gebäude sahen verfallen und grau aus, wo sie einst den lebendigen Frohsinn des Volkes in Terrakotta spiegelten. Ihr Blick schweifte herum, dann fing die Spitze des Berghangs selbst ihren Blick. Da hingen hunderte Menschen am Strick. Und tausende mehr waren oben versammelt, wo sie scheinbar etwas Hohes, spitz zulaufendes und Schwarzes bauten. Es blieb keine Zeit für einen zweiten Blick, dennoch verstand sie die Situation im regelmäßigen Peitschenknallen aus weiter Ferne, das gespenstisch im Tal hallte, wie der ewig wiederholte Hammerschlag des Richters nach der Urteilsverkündung. Dann packte sie eine riesige Pranke von hinten. Claire spürte nichts als eine fallende Träne, als sie das dämonische Tierwesen verschlang. Ihr fiel es schwer, die Augen zu öffnen. Es hatte sich eine Maske aus Salz zwischen ihren Augen gebildet. Sie verwischte sie mit den Fingern silbrig glitzernd im Wind und nahm als erstes wieder ihr Lager auf der Düne wahr. Der See wartete hinter ihr still, tief und dunkel. In der darauffolgenden Nacht fing es zum ersten Mal seit ihrer Ankunft an, in Strömen zu regnen. Sie war dankbar für die Gabe des Himmels, denn ihre Haut war schon rissig und ihr Geist matt geworden vom Mangel an Flüssigkeit. Sie stellte ein Glas hinaus und schnell war es gefüllt. Der Regen schimmerte im gedimmten Tageslicht leicht auf, als Claire ansetzte zu trinken. Die einzige Prinzessin von Vatagraman überkam einmal mehr das Schwarz der Ohnmacht und hüllte sie ein in das Rot einer weiteren Vision. Der Boden schien unter ihren Füßen zu glühen, als die Schreie sie von ringsherum erreichten. Jäh waren sie wieder ausgemerzt vom Knallen der Luft über ihren Köpfen. Da waren sie, ihre Freunde und ihre Familie, ihre Lehrer und Schüler, allesamt Sklaven beim Bau des riesigen Monuments für das Tier. Es war noch mehr gewachsen. Ein glattschwarzer Obelisk, verziert mit unlesbaren Runen einer anderen Welt. Claire war bewegungslos und starr, so gebannt im schieren Anblick, als dass sie realisiert hätte, wie die Wachen und Sklaventreiber der feindlichen Macht auf sie zukamen. Man packte sie am Hals mit solcher Gewalt, dass sie keine Luft mehr bekam, und erst eine, dann zwei weitere Wirbel in ihrem Nacken brachen. Es fühlte sich warm an. Die Farben blichen von ihren Augen aus, die Konturen verwuschen. Doch nahm sie alles vor ihren bewegungslosen Augen noch auf und hielt die Prinzessin hoch nach oben, wo ihre Gliedmaßen schlaff zusammensackten. Von dort hatte sie bloß mehr Sicht auf die Spitze des Obelisken, der ihr Blick vor der Sonne abschirmte. In jedem Moment fragte sich Claire, für was er wohl stand in deren Kulturen Brauch, was seine Inschrift bedeutete. Aber bei genauerem Überdenken war es ihr gleich und nichtig, wie für die andere Seite die Tradition des Hangvolkes ohne Belang gewesen war, als sie sie zu Boden brachten. Die Schafe suchen keine Einsicht in die Philosophie des Wolfes und ebenso wenig andersherum. Dieses bequeme Privileg ist bloß solchen vorbehalten, die außerhalb stehen und deren Leben nicht mit jenen interferiert. Es schüttelte sie, und die Prinzessin war geblendet von gleißendem Licht der weißglühenden Sonne. Claires leere Hülle warfen die Wächter über die Klippe. Vorbei fiel ihre Puppe an gehängten Greisen, Kämpfern und Müttern mit ihren Kindern. Sie war unsäglich froh, als der Aufprall sie erblindete. Ihr Mund fühlte sich so rau und salzig an, dass es sie würgte. Sie lag im salzigen Regen vor ihrem Lager. Der See hinter ihr lag tiefblau in kleinen Wellen. Claires Kopf schmerzte und ihr Atem war schwer. So hievte sie ihre Gliedmaßen hinein in ihr neues Zuhause, erhellte den Unterschlupf mit einem kleinen Feuer und zog ihre verblichene, zerschlissene Kleidung aus zum Trocknen. Ihr war es unmöglich zu essen,
zu trinken oder gar zu denken. So blieb dir nichts mehr übrig, als die Liege, die Ruhe, das sich entziehen des Schlafes. Ihr Traum war ein schöner zuletzt. Sie sah sich über der Wolkendecke, neben ihrer Familie, dem Volk ihrer Kinder und Freunde stehen. Einige hielten die Köpfe schief, andere schienen schmaler als normal oder zeigten Wunden. Doch alle lächelten sie verwundert, als sie in Claire ihre alte Prinzessin erkannten. Wie viele von ihnen es waren. Und alle eilten herbei, sie zu umarmen. Nun wäre sie nie wieder allein. Claire weinte mit ihnen allen vor Freude. Ihre aller Leiden war beendet. Sie waren endlich daheim und wieder eins. Die Tränen schmeckten süß in ihrem Mundwinkel. Sie flossen langsam über ihre weiche, braune Haut und fielen schließlich. Doch hielt sie nicht der Boden aus lichten Wolken. Sie stießen hindurch und zielten fort nach unten, wo weit in ewiger Tiefe der See bei jeder ihrer Tränen seine Kreise zieht. Nur die Einzelne, die in diesem Moment des Heimkehrens von Claires Kinn tropfte, verfehlte den See um einige Meter. Sie erlosch auf dem Boden der grünen Düne, wo einst jenes Lager gewesen war. Heute blüht dort eine weiße Rose, unberührt und süßlich riechend.